Hier 20, 40, 50, 100 Calls, bis du endlich jemanden, neuen Kunden hier generiert hast, ja, vielleicht 1000 Calls, ja, je nachdem, in welcher Branche, in welcher Nische du arbeitest. Hier ist der größte Fokus der meisten Unternehmen. Hier und hier wird meistens vernachlässigt. Gute Sales-Leute hassen es, permanent abgewiesen zu werden. Warum? Weil das an ihrem Selbstbewusstsein nagt, ja, an ihrem großen Ego, ja. Gute Sales-Leute zweifeln nur sehr ungern an sich selbst, ja. Wobei hier beim Finder, du hast ständig Zweifel, ja. Oh mein Gott, schaffe ich das, ja. Du bekommst hier teilweise wirklich, wirst hier mit Dreck beworfen, ja. Also, was, Kaltakquise hier einfach so, Kaltakquise, also das geht ja mal gar nicht, ja. Das mache ich sowieso nicht, ich lege jetzt auf, ja, zack. Der Nächste. Ja, hallo, mein Name ist sowieso von der Firma sowieso und so weiter. Was? Wo haben Sie denn meine Nummer her? Kaltakquise? Nee, also das geht ja mal gar nicht. Oder du kommst schon gar nicht durch die ersten Instanzen durch den Empfang. Also wir leiten grundsätzlich niemanden weiter. Waren Sie schon mal in Kontakt mit dem Herrn sowieso? Ja, natürlich war ich schon mal in Kontakt mit dem Herrn sowieso. Okay, worum ging es denn genau? Ja, so und so und so. Okay, dann schicken Sie ihm mal schon eine E-Mail. Wenn Sie nämlich seine Telefonnummer und seine E-Mail nicht haben, dann schicken Sie am besten nach info@. Ja? Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute unterhalten wir uns über die drei wichtigsten Fähigkeiten im Sales. Die drei wichtigsten Fähigkeiten im Sales sind der Finder, der Closer und der Developer. Und am Ende des Videos werde ich auch gleich erzählen, welches mit Abstand der wichtigste Skill ist im Sales. Normalerweise ist der Finder sehr viel mit Kaltakquise beschäftigt. Ja, der macht eigentlich nichts anderes als New Market Generation, also New Business Development, neue Märkte erobern, kalte Kontakte mit Leuten telefonieren und E-Mailen, die den Brand noch nicht kennen, die Firma noch nicht kennen, die das Angebot noch nicht kennen, die noch niemals einen Kontakt hatten mit weder dem Produkt oder auch dem Unternehmen. Dieser Finder, der bekommt in der Regel so Durchschnittsgehalt in Deutschland von 50.000 Euro. Ja? Der Closer, das ist so mit Abstand, ja, da wo der meiste Fokus drauf gelegt wird, ja, und zwar in jeder Firma durch die Bank. Der Closer, das ist ein sehr, sehr normalerweise ein Mensch mit sehr großem Ego, ja, mit sehr großem überdimensionalen Selbstbewusstsein. Der geht rein und I'm gonna close the deal. Ich werde den Deal closen, ja. Und in den meisten Unternehmen geht es immer ums Closen. Da wird der große Fokus drauf gelegt, denn wenn wir keine Deals closen, ja, also wenn wir keine Verträge abschließen, dann kommt auch keine Kohle rein. So ist das Verständnis. Und warum das nicht ganz richtig ist, dazu komme ich gleich noch. Der Developer, das gibt es auch in vielen Unternehmen, wird aber auch häufig vernachlässigt. Also ich nehme gleich vorweg, diese zwei Bereiche werden sehr häufig zu stark vernachlässigt. Der Developer, der macht einfach Follow-up-Gespräche, wenn der Kunde bereits gewonnen wurde. Für einen One-Off-Sale, für ein Abonnement, für egal was. Ongoing Payment, also das heißt eine wiederkehrende Revenue, wiederkehrende Umsätze oder auch ein One-Off-Sale oder ein wiederkehrender Sale, ist völlig egal. Häufig wird eben vernachlässigt das Development nach dem Sale, das heißt nach dem Abschluss. Ja? Der Neukunde wird gewonnen. Und dann hat man so ein befriedigendes Gefühl, Job is done, ja, next. Ja, nächster Neukunde. Und das ist natürlich
viele Closer, denen ist das Development viel, viel zu langweilig. Ja? Die haben da nicht diesen Kick, den sie eben beim Closen haben, beim Abschluss eines Neukunden. Und Development verlangt eben nach sehr viel Feingefühl, Einarbeiten in die das Feintuning eines Bestandskunden, dass ich sage, okay, der hat schon von uns gekauft, aber welchen Bedarf könnte der noch haben? Sprich Cross-Selling, Upselling, ja, solche Geschichten. Darüber macht sich der Developer Gedanken. Das ist in der Regel so ein Key-Accounter oder so ein Account-Manager, auch Farmer, obwohl ich den Begriff gar nicht so gerne mag, ja. Und der verdient meistens so um die 80 bis 100.000 im Jahr. Und dann noch ein kleiner Incentive on top. Ja, manchmal auch nicht. Ja. Der Closer, also der die Abschlüsse macht, der verdient so zwischen 70.000 und 80.000 und noch eine Provision von 50.000. Das heißt, der bekommt, wenn er seine Targets erreicht oder drüber schießt im Jahr, schon allein so viel Provision wie der Finder im Durchschnitt. Es gibt welche, die verdienen wesentlich mehr auch noch oder manche auch weniger, aber wie der im Durchschnitt im ganzen Jahr überhaupt verdienen kann. Ja. Und warum das eigentlich letztendlich meiner Meinung nach ein kleiner Fehler im System ist, dazu komme ich jetzt. Closer, das ist einfach eine Sache, die du ganz leicht lernen kannst. Das ist auch der Unterschied zu Finder und Closer. Finder ist ein Skill, den du niemand wirklich so richtig beibringen kannst. Ja? Viele versuchen es und scheitern hier einfach. Denn hier musst du einfach intrinsisch motiviert sein. Niemand, ich habe das schon sehr oft versucht, Leute hier als Finder zu schulen, die es aber nicht in sich hatten, von vornherein, nicht die Typen dazu waren. Und dann kannst du den auch nicht schulen, dann verlieren die Motivation. Du kannst da so viel Kontrolle machen und so viel über die Schulter schauen, wie du willst. Die fallen einfach raus. Und meine Erfahrung ist, wenn ich zum Beispiel Teams aufbaue von Findern, ja, in der Kaltakquise, nur einer von 10, die da neu reingehen in dieses Feld, ja, die halten auch wirklich durch, länger wie ein Jahr, ja, zumindest mal. Das ist wirklich, wirklich anstrengend. Ja. Und du brauchst hier einfach ein Durchhaltevermögen, du musst ein ganz kleines Ego haben. Wenn du hier ein großes Ego hast, dann forget it. Ja, ich habe schon Leute gesehen, die wirklich gute Closer waren und haben dann hier als Finder versucht und sind ständig abgeprallt, haben ständig Abneigung bekommen, beim Finder ist es ja so, du musst erstmal durch den Empfang normalerweise, ja, dort durch die ganzen Sekretärinnen an Empfang, meistens Damen, ja, dann musst du durch die nächsten Sekretärinnen, meistens Chefetage, ja, meistens auch wieder Damen, ja, und dann kommst du irgendwann zum Executive und der schickt dich dann eventuell wieder zu einem seiner Mitarbeiter und der schickt dich dann wieder zu woanders hin und so weiter und so weiter. Das heißt, hier, bis du hier mal mit dem Executive sprichst, ja, mit einem Executive, wirst du vielleicht 20 Mal dumm angeredet, ja, von irgendwelchen Damen davor. Ja, das kann durchaus passieren. Und wenn du hier mit einem riesen Ego reingehst, ja, dann kommst du damit nicht klar. Ja, dann fängst du an, Streitgespräche zu führen etc. Das heißt, Leute, die gute Closer sind, tun sich meistens sehr schwer, gute Finder zu sein. Ja. Andersrum, gute Finder können ganz easy lernen, wie man gute Closings macht. Closings, also Abschlüsse, du brauchst alles, was du eigentlich brauchst, ist ein Fragekatalog, ja, Q&A und ein paar Techniken einfach, die du einfach ganz normal lernen kannst über irgendwelche Videos meinetwegen oder Schulungen der Einwandbehandlung. Ja, von Dirk Kräuter oder sonst irgendwelchen Videos, die du dir anschauen kannst oder auch Schulungen, die du besuchen kannst, die gar nicht mal so teuer sind. Und da lernst du einfach, wie close ich einen Deal. Jemanden, der schon kaufen will, ja, das hat ja der hier sozusagen die Vorarbeit geleistet, jemanden, der schon kaufen will, wie bringe ich denn dazu, dass der letztendlich unterschreibt. Ja. Und hier ist der Tipp. Und hier ist der Tipp des Tages für mich, für dich. Closer, also gute Sales-Leute,
die viele Abschlüsse machen, die wissen, wie man Abschlüsse macht, die perfekt sind in Einwandbehandlung, die perfekt sind, die richtigen Fragen zu stellen im Kunden, die super sind in der Preisverhandlung, also nicht nur über den Preis verkaufen, ja, die den Bedarf hinter dem Bedarf des Kunden sehen, ja, also was sind die eigentlichen Beweggründe des Bedarfs, ja, was bewegt eigentlich den Kunden, wo will er eigentlich hin? Gute Sales-Leute, die ein sehr hohes Selbstbewusstsein haben und ein sehr hohes Ego, scheitern hier in der Regel. Gute Sales-Leute hassen es, permanent abgewiesen zu werden. Warum? Weil das an ihrem Selbstbewusstsein nagt. Ja? An ihrem großen Ego. Ja? Und gute Sales-Leute zweifeln nur sehr ungern an sich selbst. Ja? Wobei hier beim Finder, du hast ständig Zweifel. Ja? Oh mein Gott, schaffe ich das, schaffe ich das? Ja? Du bekommst hier teilweise wirklich, wirst hier mit Dreck beworfen. Ja? Also, was, Kaltakquise hier einfach so, Kaltakquise, also das geht ja mal gar nicht. Ja? Das mache ich sowieso nicht, ich lege jetzt auf. Ja, zack, der Nächste. Ja, hallo, mein Name ist sowieso von der Firma sowieso und so weiter. Was? Wo haben Sie denn meine Nummer her? Kaltakquise? Nee, also das geht ja mal gar nicht. Oder du kommst schon gar nicht durch die ersten Instanzen durch den Empfang. Also wir leiten grundsätzlich niemanden weiter. Waren Sie schon mal in Kontakt mit dem Herrn sowieso? Ja, natürlich war ich schon mal in Kontakt mit dem Herrn sowieso. Okay, worum ging es denn genau? Ja, so und so und so. Okay, dann schicken Sie ihm mal schon eine E-Mail, wenn Sie nämlich seine Telefonnummer und seine E-Mail nicht haben, dann schicken Sie am besten nach info@. Ja? Ich darf mich nicht durchstellen. Dann fragst du dich, okay, warum hat die mich gerade ausgefragt, 5 Minuten lang, ob ich schon mal in Kontakt war und welche Themen es ging. Ja? Wenn ich dann eh wieder nicht durchgestellt werde und nur an die info@ irgendwelche E-Mails schicken darf. Ja? Und das hast du hier permanent. Ein guter Sales, ja? Der, wenn das einmal hier gemacht hat, ein paar Tage lang, ja, der, bei dem stürzt die Welt ein, weil der geht ins Gespräch und verlässt das Gespräch nicht ohne Unterschrift, ja, mal etwas überspitzt gesagt. Von daher, wenn du hier, ja, eine sehr lange Zeit top gewesen bist und top Arbeit, top geleistet hast und auch noch gut bezahlt worden bist, dann denkst du dir, warum soll ich mich jemals hier begeben? Wenn du es aber schaffst, das auch noch zu lernen und du verdienst ja, sagen wir mal, so 80.000 im Jahr plus 50.000 Bonus und du schaffst es, diesen Skill hier, den die meisten einfach nicht lernen können, entweder sie sind oder sie sind es nicht. Ja. Aber wenn du es dann trotzdem schaffst, diese zwei Skills zu vereinen, ja, dann kannst du locker auf 250.000 dein Gehalt erhöhen, ja, wegen der Provision. Und wenn du dann noch jemanden findest, der die ganzen Relationships, also wenn du den Kunden gewonnen hast, die Beziehung weiter aufzubauen, warm zu halten und so weiter, ja, oder das auch noch machen kannst, dann hast du als Sales einfach einen Top-Gehalt. Ja? Dann kannst du bis zu 1 Million, kannst du 500.000, kannst du, selbst in Deutschland vielleicht nicht so viel, in Deutschland vielleicht 500.000, ja, kannst du im Jahr auf jeden Fall verdienen. Ja? Auf jeden Fall muss man eines betrachten bei der ganzen Geschichte. Ja. Hier ist der größte Fokus der meisten Unternehmen. Hier und hier wird meistens vernachlässigt. Das heißt, die Leute wollen einfach nur Angebot rausschicken, closen, Angebot rausschicken, closen. Punkt, Punkt, Punkt. Best. Fertig. Ansonsten ist keine Zeit. Zum Relationship Management ist keine Zeit. Hallo, Herr Müller. Hallo, Herr Walter. Ich wollte mich mal wieder bei Ihnen melden. Ja, hier 20, 40, 50, 100 Calls, bis du endlich jemanden, neuen Kunden hier generiert hast, ja, vielleicht 1000 Calls, ja, je nachdem in welcher Branche, in welcher Nische du arbeitest, ja, will kein Mensch machen, wird häufig outgesourced, ja, das ist der große Grund, das ist der Grund dafür, und aber dort auch niedrige Budgets teilweise, viel zu niedrige Budgets. Das heißt,
Diesen Job hier machen teilweise Leute, die einfach völlig unterqualifiziert sind. Dann macht man hier eine sehr schlechte Erfahrung. Ja, also die sind nicht nur unterqualifiziert, die sind auch untermotiviert. Ja. Denn dieser Job hier, der ist wirklich, es gibt nur wenige gute Leute, die ihn wirklich gut können, ja, die angstfrei sind, ja, und dann auch noch entsprechend motiviert, weil sie das entsprechende Gehalt dafür bekommen. Ja. Es gibt wenige, die das machen für 50.000 im Jahr und die das wirklich gut machen, 50.000. Die Guten, da geht es schon eher in Richtung 80.000, ja, und dann vielleicht noch 20.000 Bonus. Gibt es ganz, ganz selten. Und abschließend möchte ich noch gerne sagen, wenn du willst, dass dein Geschäft wächst, und wir wissen alle, ein Baum, der nicht wächst, der stirbt, ja, musst du dir einfach Gedanken machen, okay, reicht es, wenn ich hier einfach nur gute Sales-Leute habe, die aber keine Neukunden ranbringen, ja, sondern die musst du es quasi so vor die Füße legen, ja, den Kunden, der kaufen will, und dann kann der den abschließen. Aber da bringt keine Neukunden ran. Ja, der hat erstens keinen Bock, zweitens hat er einfach Angst. A closer doesn't talk to strangers. Ja, ist ein altes Sprichwort aus England. Ja. Einer, der gut abschließen kann, ein guter Sales, ja, hasst es eigentlich zu Fremden. Spricht nicht gern mit Fremden. Ein guter Sales spricht nicht gern mit Fremden. Ja? Viele denken, der ist extrovertiert, ein guter Sales und so weiter. Nee. Ja? Ein guter Sales, der möchte quasi den Braten schon im Ofen haben, ja? Und den möchte dann nur noch schlachten und essen sozusagen. Ja? Aber draußen im Wald, ja, sich tagelang die Füße wund laufen, ja, um das Wildschwein überhaupt mal zu finden, ja, um die nötige Geduld, ja, das Wildschwein sozusagen im richtigen Eck zu haben, und bis er dann endlich so weit ist, dass er das dann fängt, ja, da hat er keinen Bock drauf. Ja, ist viel zu verwöhnt in der Regel. Ja, also das war's, und wenn du jetzt noch irgendwie Fragen hast oder einfach mal dir Gedanken machen möchtest, okay, wie bilde ich denn diese Bereiche hier besser aus in meinem Unternehmen, ja, dann kontaktiere mich einfach. Hier unten hast du einen Link, kannst du mich jederzeit kontaktieren. Und dann wünsche ich dir erstmal viel Erfolg bei deinen Unternehmungen und im Bereich Sales. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, dein Thomas Klein.